Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Riljok. Und zwar Dragon's Dogma 2. Ich habe offline ein bisschen mir Klamotten gekauft. Das zeige ich euch mal kurz. Ausrüstung. Und zwar habe ich mir den Eisenhelm gekauft, den Wächterplattenharnisch und die Wächterbeinplatten gekauft. Da bin ich jetzt ein bisschen besser aufgestellt. Das sieht auch ein bisschen cooler aus. Ja, ich habe ja jetzt noch eine Quest offen. Und zwar zurück zur Weltkarte. Zack, Aufträge. Schuppige Eindringlinge, warte einige Tage und gehe dann nach Harve zurück. Das ist jetzt so mein Ziel. Siehe nach, wie es dort läuft. Wir wollen mal gucken. Zurück zur Weltkarte. Wir müssen jetzt einfach immer links uns halten. Und dann kommen wir ins Dorf Harve. Ja, und das machen wir jetzt mal. Also das Spiel ist echt episch. Ich habe auch noch einem kleinen Jungen geholfen. Dem habe ich 1000 Gold geliehen. Und das ist auch eine kleine Quest. Okay. Können wir da, I'm not taking any passengers just now, sir. okay, er nimmt keine Passagiere auf. Okay. Ist ja interessant. So, wo geht's weiter? Wir wollen links, rechts, rechts lang. Hier geht's lang. It's a long way to Tipperary. Ja, das Spiel macht wirklich, wirklich Spaß. Und ich möchte auch, soweit wie es geht, mit euch zusammen. Nee. Oh, ein Balken nur. Meine neue Ausrüstung ausprobieren. Aber das dauert immer so lange, diese Kämpfe mit denen. Freshly rested as we are. Goblins. We must not let down our guard. Nicely done. Come, follow my example. Splendid. So. Ihr habt das ja alles mitgekriegt, ihr habt nichts verpasst. Oh, was ist mit dem denn hier los? Die Fähigkeiten verbessert haben wir ja auch. So, na das war ja ein Geschnetzeling ohne Gleichen. Hat aber gut geklappt. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Na. Das mit dem Looten ist immer ein bisschen doof, die Leute abzusuchen und dann zu finden. Den Loot. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Ah. Wisst ihr noch, wo wir hier den Käfer hier aufgesammelt haben? Da drüben ist die Kiste. Have you forgotten something, Arisen? Aber looking rather lost.
Da jetzt mal gucken. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Stufe 15, Magier. Okay. 68, das ist auch noch bezahlbar. Aber unsere Birgit, die geben wir nicht mehr her. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin gets the worm, as they say. Bestienhaut. Bestienhaut. Hier hatten wir einen Überfall. Also die neue Rüstung ist gut. Gefällt mir gut. You're well fond of picking things up, aren't you? Oh, aber das ist ein Nachteil mit meiner Rüstung. Da kann ich nicht so viel tragen, ne? Gegenstände. Die ganzen Rippchen. Sphinx Mother. Bestienrippen. Ja, man muss aufpassen, da sind die Sachen schnell verdorben. Schnelle Entscheidung treffen, das lassen wir jetzt einfach liegen. Da war die Höhle, da waren wir auch zusammen drin. Oha. Ah, Birgit ist aufgestiegen. Sie ist ja jetzt Erzmagierin. Das haben wir ja zusammen in der letzten Folge gemacht. Kleiner Reißzahn. Grünlattich. Oh nö, nicht so einen großen Vogel. Da ist ein Lagerfeuer, aber das Lagerfeuer haben wir auch in der anderen Ecke. Without a mage among our ranks, we've no one to heal us in times of need. Battle may be trying without someone to cure our wounds. But for now, we shall just have to manage. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, da sind wieder ein paar Goblins. Das ist schnell gemacht. We've got
Oh mein Gott, was gucken wir euch das da hinten an? Ist das ein Drache oder was? Bestienhaut. Wir sind ja auch überall, sind ja auch Monster und Mutationen. Was ist das? Ist das ein Drache? Oh mein Gott. Oh, guckt euch den Lebensbalken an. Oh nee, da ist man ja eine halbe Stunde zugange. Also ich weiß nicht, wie man das lösen soll. Oh, ich bin fast down. Okay, dann nützt mir meine Rüstung dann auch nichts. Laufen wir mal weiter. Zu mir, so rufe ich jetzt meine Vasallen. So, wir machen mal Gegenstände. Benutzen. 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 Drei Dinger kann man denn doch benutzen. So, okay. Na, wo ist denn Malve? Nee, Malve wollen wir ja gar nicht hin. Ach, wir sind zu weit gelaufen. Wir sind zu weit gelaufen. Haben wir jetzt hier eine Quest gekriegt? Karte. Aufträge. Die verzierte schuppige Eindringlinge. Nee, da müssen wir hin. Oh mein Gott. Kannst du uns mal in Ruhe lassen? Ja, irgendwann muss ich mich dem ja mal stellen, aber guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Balken. 6 Balken. Oh, einer ist down. Einer ist down. Vivid ist down. Das ist nicht gut. Hier ein Hasen. Kann man den schmeißen? Hasen werfen ist auch sehr geil. So, jetzt ja, unsere Birger, die müssen wir noch mal zurückholen. Unsere Magierin, die kriege ich aber eigentlich hier an dem Schrein wieder. So. Oh, ich bin Stufe 14. Sehr gut. Da ist die Birgit auch wieder. Super, die ist auch 14. Und jetzt müssten wir auch unsere Vasallen auch wieder aufrüsten auf 14. Jetzt sollten wir aber eigentlich hier doch mal zurück in das Gebiet und mit dem sprechen, glaube ich. Sir Arisen. Da. Heavens, you've come. Saurians have claimed the village yet again. If you can believe it. Just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh, why must these scaly fiends beset us so? Oi, what are you doing standing about when there's work to be done? Okay.
Jonas! This is the good sir I spoke of. The one who called the Saurians for us. Is that right? Then I expect you to aid us with this mess, stranger. You did it once afore, eh? Only natural you'd help finish the job. My apologies for the chief's temperament. Okay. Yet he speaks truly. We have need of your prey. Call the beasts as you did before, sir. I dare say you are the only one. Okay. Let us deliver them a swift end and ensure the village's safety. Careful now. So gut, wo sind die Echsen denn? Immer dem da, da sind die Echsen. Hauptsache. So, der ist down. Super cool. Sehr schön. Sehr gut. Truly, we cannot. Here he is. I found our troublemaker. Jonas, what is the meaning of this? This blasted beastrin went and ventured into Stormwind Cave. How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke his nose where it didn't belong. There can be no doubt he's the one who incited the Saurians' attack. Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beast to muck things up. Jonas! Surely there's no need for such talk. You would say that, wouldn't you? Seems to me beastrins go causing problems, and we humans are lumped with the job of cleaning up. Jonas, please! You're being ridiculous! There! I do apologize. It would seem things have turned rather uncomfortable. We mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it most, and for that, you have our gratitude, sir. I do hope you shall visit us again anon. It was a rotten note to end things on. I do hope Sophia will be all right. Stufe 15, ja, super, super. Stufe 15, Birgit, Stufe 15. Jetzt muss ich aber bald unsere Vasallen aufbessern. Stufe 15 ist angesagt. Wiederbeleben. For a moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, Arisen. Gut. Thank you, Sir Arisen. That's twice now you've aided us. We've a long road ahead, but fear not. Harv Village shall be bustling again ere long. I do hope you'll stop by if ever you're passing through. Gut. Was haben wir hier noch?
presume I'm not busy just because I'm old. Was haben wir hier noch an Quests? Quests. Okay, das ist den müssen wir erstmal finden da, der uns verfolgt. Die verzierte Dose, das ist der Junge, dem ich geholfen habe, dem ich 1000 Gold gegeben habe. So, okay. Dann wollen wir noch mal zum Lagerfeuer. Da ist das Lagerfeuer. This seems a decent spot for a campsite. The sun has yet to. Lager aufschlagen. Bet. We could rest here now or press on a while longer. Zack. Kochen. Das ist, guck mal, da sind die Effekte. Stärke plus 3, Abwehr plus 3, Ausdauer plus 3. Das ist sehr gut. Bestienrippen. Na klar. Und das sieht ja wirklich, wirklich fotorealistisch aus. Gut. Okay, das war ein kleines Intermezzo. Wir sind den Weg zurück zu dem Dorf hier gelaufen. Wir haben die Echsen wieder besiegt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Einige Passagen sind auch sehr episch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Screenshot. Zack. Zack. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht lassen wir es auch hier gut sein. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr da noch Interesse dran, das weiter zu verfolgen? Also es macht immer wieder Spaß. Also in diesem Sinne, euer Captain Riljok und in Hamburg sagt man Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.